Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie One Piece nicht ersetzen soll. One Piece gehört Shueisha, Toonami und Ichiro Oda. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Da wir nun endlich auf Enies Lobby angekommen sind, sehen wir auch die anderen drei Mitglieder der CP9, Rotkäppchens Endgegner Yabuda, Jirayas verschollener Bruder und was auch immer Eule darstellen soll. Ruffy bahnt sich seinen Weg weiter gegen die Marine durch und die Franky-Familie macht zusammen mit der Galera Stress, aber trifft dann auf zwei Riesen. Nämlich Kasi und Oimo, die machen auch die Riesen der Franky-Familie platt. Doch mit ihren Dinos und der Galera kommen sie gegen die beiden Riesenbabys gerade so an. Sie tricksen sie aus, damit sie sich gegenseitig ausschalten. Ruffy spielt auch anscheinend draußen Pirate Warriors und hat schon über 500k aus. Lukis Truppe trifft dann auf Spandam und mittels Eules Scouter bekommen wir ein Power-Level-Update. Ja, das Ganze heißt hier aber Doriki. Ein normaler Marine-Soldat hat 10, Kalifla 630, Bruno 820, Eki 2200 und Luki 4000. Eule selbst ist bei 800, Kumadori bei 810 und Yabuda bei 2180. Ach ja, und Spandam liegt bei 9, ist aber der Boss von all den Typen hier. Zum Wiedersehen von Franky und Spandam beißt Franky auch erstmal wieder zu. Draußen bricht dann ein Gum-Gum-Vulkan aus und die Franky-Familie hat die Riesen ausgeschaltet und öffnet das Tor für den Rocketman. Aber unsere Strohbande fliegt dann einfach mit Rocketman über das Tor. Die Galera und die Frankies werden derweil auch von den Hundereitern attackiert und Rocketman landet auf Oimo und schaltet ihn so erstmal aus. Durch das Update des Klimataktstock macht Nami die Marinefuzis dann fertig und wenn ihr denkt, dass das schon übertrieben ist, dann wartet mal ab, was das gute Ding später noch so drauf hat. Die Strohbande nimmt dann den Riesen-Yoshi, um schneller zum Hauptgebäude zu gelangen. Zoro soll auch für Pauly die CP9-Mitglieder feuern. Spandam erklärt dann, dass Iceberg ihn ausgespielt hatte, da alle Menschen in Water 7 auf seiner Seite waren und er durch seine Arbeit mit der Weltregierung unersetzbar geworden ist. Er konnte ihn also nichts antun, doch mit der Befugnis, einen Buster Call auszulösen und Nico Robin auf Water 7 konnte Spandam endlich agieren. Auf die Frage, warum Blauer Fersan ihn das überhaupt erlauben würde, kassierte Robin erstmal eine Schelle von Spandam. Das Versprechen mit Robin, die Bande in Ruhe zu lassen, ist auch nun Geschichte, da sie nur vereinbart haben, dass sie Water 7 unbeschadet verlassen dürfen und das haben sie ja auch jetzt gemacht. Ruffy, der sich durchboxt, trifft schlussendlich auf niemand anderen als Heer aus der Bar. Bruno, der arrogante Töne gespuckt hat, bekommt bei Ruffys Gum-Gum-Pistole dann fast das Kotzen. Was Ruffy da mit Bruno macht, darf man auch eigentlich gar nicht auf YouTube hochladen, um ehrlich zu sein. Währenddessen verliert die Bande in ihrem Kampf einer ihrer Yoshis. Aber es war ein wahrer Ehrenmann. Zogo King, der vom Yoshi runtergefallen ist, findet sich auch in einem Meer wieder. Aber das waren nur die Tränen des Riesen und er erfährt die Geschichte von ihm. Vor 100 Jahren hatten ihre Kapitäne einen Streit gehabt, wer das größere Riesenviech erlegt hatte. Die Bande löste sich also auf, da die Kapitäne den Streit klären wollten. Nach 50 Jahren schauten Oimo und Kasi nach, was aus ihren Kapitänen geworden ist und sie wurden von der Regierung geschnappt, die behauptet hat, dass Boogie und Woogie die Kapitäne gefangen genommen worden sind. Deswegen verrichten die beiden Riesen seit 50 Jahren Sklavenarbeit, um sich freizukaufen. Ja, die Weltregierung ist auf jeden Fall sehr nett. Aber Lysop klärt sie auf, dass Boogie und Woogie schon längst frei sind. Durch Oma Kokolo bekommen sie dann weitere Informationen, wie sie rüberkommen, da sie erst einmal die Brücke runterlassen müssen. Der zweite Yoshi wurde auch getroffen und es sieht schlecht aus, doch keine Sorge, Captain Lysop hat die Riesen auf seine Seite gezogen und damit hat die Regierung jetzt schwere Probleme. Damit schalten wir zurück zu der CP9, besser gesagt zu Eki und Kalifa, die Teufelsfrüchte verspeisen, die Spandam als Belohnung besorgt hatte. Von Bruno haben wir auch im Vorfeld erfahren, dass wenn man zwei Früchte isst, naja, der Körper explodiert bzw. sich auflöst. Was Eki und Kalifa dann für Kräfte bekommen, sehen wir später, aber das kann ja nur gut werden. Bruno schafft es auch im Kampf langsam wieder zurückzukommen und baut eine Tür in Ruffys Schädel ein. Obwohl der King Bulgamoro am Ende ist und nichts mehr sehen kann, kämpft er für Franky immer noch weiter und bricht dann durch die Mauer. Spandam bekommt dann auch mal mit, dass Enies Lobby förmlich am Abkacken ist und die Strohhüte fast bei ihm angelangt sind. Sie hauen einen Gegnermob nach dem nächsten weg. Damit kommen wir auch endlich mal zum Finale von Ruffy gegen Bruno. Ruffy merkt, dass er im Normalzustand keine Chance gegen Bruno hat. Doch das tut nichts mehr zur Sache, denn er hat eine neue Technik drauf, die Kaioken. Gear 2. Sein Blut durchpumpt nun seinen ganzen Körper und seine Attacken sind nicht mehr mit denen von davor vergleichbar. Außerdem muss ich zugeben, dass ich mich unter der Dusche auch immer so wie Ruffy G2 fühle. Wie dem auch sei, Bruno ist ab jetzt in diesem Kampf nichts anderes als sein Spielzeug für Ruffy. Er ist seinen Attacken schutzlos ausgeliefert und er bekommt immer wieder aufs Maul. Nach einer Jet-Bazooka kippt auch unser Lieblings-Barkeeper um und Ruffy hat den Kampf für sich entschieden. Ruffy, der sich wieder mit Essen, was er gebunkert hat, vollgestopft hat, fragt, ob Robin raus zum Spielen kommen darf. Franky, der sich von seinem guten Freund Cell beraten lassen hat, hat sich eine Bombe einbauen lassen und droht nun, sich zu sprengen. So kann er mit Robin entkommen. Aber leider nur bis zum Balkon, da Robin stur ist und nicht gerettet werden möchte, also kann die CP9 gerade so dazwischen funken. Ruffy akzeptiert Robins Wunsch zu sterben nicht und sagt, das kann sie auch im Nachhinein tun, wenn sie gerettet worden ist. Die Bande kommt dann auch dazu mit Nami, die wohl Teil des Genie-Kommando werden möchte und Sanji, der den Death hinlegt. Langsam wird auch Robins Angst vor dem Buster Call klarer für den Zuschauer, da ihre Heimat von einem zerstört worden ist und was heißt das, Leute? Richtig, Flashback-Zeit. Ich hoffe, diesmal sterben nicht allzu viele. Wir gehen also 20 Jahre zurück in den East Blue auf Ohara. Die damals 8 Jahre alte Nico Robin wird gemobbt und wehrt sich mit ihren Kräften, doch deshalb wird sie von allen noch mehr gehasst. Sie lebt bei einer Gastfamilie und wird dort eigentlich nur als Sklavin behandelt.
gestellt, um ehrlich zu sein. Doch die Leute vom Baum des Wissens sind nett zu ihr, sie schafft es sogar, Archäologin zu werden. Mit 8 Jahren. Ja, ich bin gerade 22 und habe so gut wie alles vergessen, was ich in der Schule gelernt habe. So viel dazu. Robin will nämlich aufklären, was in den 100 Jahren passiert ist, über die niemand etwas weiß, die verlorene Geschichte. Doch danach zu streben, dies herauszufinden, ist illegal. Beim Baum des Wissens machen das zwar alle im Geheimen, sie wollen aber Robin dabei raushalten. Sie ist aber genauso wie ihre Mutter Olivia und kann deshalb nicht widerstehen. Wie dem auch sei, es wird ihr verboten, Robin läuft davon und trifft dann auf Sauro. Und zwar Hogwarts die Sauro. Sie verbringen mehr Zeit miteinander und durch Sauros Lachen kann auch Robin wieder lachen. Doch dann legt die Weltregierung unter der Leitung von Spandin an. Das ist der Vater von Spandin. Sauro bemerkt dann, dass Robins Mutter Olivia ist und er auf der Insel Ohara ist, die in Gefahr ist, da die Regierung die Forscher der Insel auslöschen möchte. Olivia ist auch wieder da und bestätigt Sauros Aussage vor den Forschern, doch sie wollen nicht gehen. Sie können den Schatz des Wissens nicht zurücklassen, also kämpfen sie. Im Eifer des Gefechts treffen sich Robin und Olivia, aber sie merken es nicht. Die Archäologen werden also alle gefangen genommen und Olivia stellt sich Spandin. Die Regierung findet schlussendlich die Poneglyph-Forschung und damit ist Ohara's Schicksal besiegelt. Professor Kleeblatt stellt aber vorher noch den fünf Weisen seine Hypothese zu der verlorenen Geschichte vor. Die fünf Weisen beharren aber darauf, dass das Verbot lediglich dazu dient, antiken Waffen vorzubeugen, damit niemand herausfindet, wie man sie bauen kann. Doch Kleeblatt denkt da etwas anders. Die Menschen, die Poneglyphe schufen, mussten einen Grund dafür haben, ein Material zu wählen, was unzerstörbar war. Ihre Nachricht wäre sonst nämlich zerstört worden. Das heißt, diese Menschen hatten Feinde und da es ein Verbot gibt, herauszufinden, was diese Menschen überliefern wollten, müssen die Feinde gewonnen haben. Welch ein Zufall, dass genau vor 800 Jahren, also nach der verlorenen Geschichte, sich die Weltregierung geformt hatte. Es gab auch ein Land, was komplett in der Geschichte verschwand, doch bevor Professor Kleeblatt mehr dazu sagen konnte, wurde er erschossen und da wir im Flashbackland sind, ist er auch wirklich hier gestorben. Und damit löst es Spandin den Buster Call aus. Robin erkennt dann ihre Mutter, doch um sie zu schützen, muss Olivia sie komplett ignorieren. Doch für weitere Trauer ist keine Zeit, da der Buster Call voll im Gange ist, doch da Spandin sich davor selbst in die Hose macht, können Olivia und Robin sich doch noch treffen, da er eben abgehauen ist. Olivia vertraut dann Sauro Robin an, der sie retten soll. Sauro und Olivia kennen sich durch die Marine, da Sauro als Vizeadmiral die Truppe von Olivia geschnappt hatte, aber er zweifelte an der Regierung, da sie das Studieren der Geschichte verboten haben und er auf den Schluss gekommen ist, dass da irgendwas komisch sein muss, weswegen er auch Olivia befreit hat und schlussendlich auf Ohara gelandet ist. Sauro fetzt sich dann mit der Marine und wirft Schiffe, als wären das Lego-Steine. Spandin hat Robin aber durchschaut und deswegen kann sie nicht auf das Rettungsschiff und wird weiter gejagt. Doch Robin kann von Glück sprechen, denn Vizeadmiral Sakazuki hat das Rettungsschiff hochgehen lassen, da auch andere Archäologen mit diesem Schiff hätten fliehen können. Ganz ehrlich, mir tut das leid für die Menschen, aber da waren auch die Kinder da, die Robin gemobbt haben und wenn der 8-jährige Robin mobbt, der hat es einfach verdient zu. Lassen wir das, aber ich bin nicht wirklich traurig, sagen wir es so. Wie dem auch sei, Sauro wird von Kusan vereist und gibt Robin noch auf den Weg, dass sie irgendwann Freunde finden wird. Kusan lässt dann Robin entkommen, um zu sehen, was aus dem Wunsch von Sauro wird. Robin macht sich also weinend und lachend davon. Sie verlässt die Insel Ohara, die am gleichen Tag komplett ausgelöscht worden ist. Mit einem Kopfgeld von 79 Millionen Berry hatte sie es von da an nicht mehr leicht. Sie konnte niemandem mehr vertrauen. Mit 16 bot sie dann auch jeden Job an. Ehrlich, das stand genauso im Manga. Ich möchte gar nicht wissen, was man darunter verstehen kann. Naja, machen wir weiter. Sie landet also beim Krokodil und dann später bei den Strohhüten. Zurück in der Gegenwart lässt Robin uns wissen, dass sie sterben will, da sie nicht ein weiteres Mal verraten werden möchte. Monkey D. Ruffy zeigt dann durch die Flamme von Sogeking, dass er auf die Regierung scheißt und damit Krieg gegen sie führen möchte. Durch Ruffys Überzeugung sagt Robin also endlich die Wahrheit. Ich will leben! Ach ja, und Franky, der im Prinzip mit all dem nichts zu tun hat, ist nebenbei volle Kanne am Heulen. Die Brücke ist nun auch endlich aktiviert und Pauly besiegt zusammen mit Zahnbein den dreiköpfigen Ultrarichter. Franky zeigt dann seinen Tipico-Schein, er setzt alles auf den Sieg der Strohbande und deswegen zerstört er die Pläne der antiken Waffe. Denn jetzt kann nur noch Robin die antike Waffe auferstehen lassen, aber Franky glaubt fest an den Sieg der Strohhüte. Franky wird geschubst und die Bande springt hinterher, da Oma Kokolo mit Rocketman vorbeidüst. Die CP9 soll sich darum kümmern und Spandam macht sich mit dem Elefantenschwert Fangfried und Robin vom Acker. Die Bande überlebt auch den Crash und tut sich mit Franky zusammen. Eule ist am Start und erklärt, dass jedes CP9-Mitglied einen Schlüssel hat und man diesen braucht, um Robins Handschellen loszumachen. Ruffy macht sich deswegen hinter Luki her und der Rest soll die Schlüssel erobern. Franky, der sich auf dem Weg zur Tanke macht, also zur Küche, da sein Cola-Vorrat leer ist, trifft auf Eule. Sogeking trifft auf den schlafenden Wolf, Nami auf den Kirschblütenhaini, Sanji natürlich auf Kalifa und Zoro ist dabei Eki, um die Ecke zu bringen. Da Eki flex will, haut er auch den Vierschwertersziel raus. Doch Zoro hält Stand auch bei dem Orkankick Unwetter. Da Sogeking auf den Hahn trifft und dieser laut losschreit, wacht Yabura auf und gibt Sogeking was aufs Maul. Und Sogeking darf sich dann auch gegen den großen bösen Wolf stellen. Doch das Glück ist auf Sogekings Seite, Eki mit seiner Giraffengestalt kracht volle Kanne bei ihnen rein und das Ganze wird zu einem Tag-Team-Fight, wobei Zoro wohl eher auf sich allein gestellt ist. Sogeking findet Handschellen aus Seestein, aber trifft Zoro damit, da er von dem lustigen Aussehen von Eki abgelenkt war. Da Eki nun angebissen ist, haut er mit seinem Beyblade-Schwung einen Riss in das Gebäude. Sogeking scheißt
dann nochmal rein und kettet sich an Zorro. Ich weiß zwar nicht wie, aber es ist passiert. Eki und ihr Bruder wollen sie freimachen, um einen richtigen Kampf zu haben, aber ihre Schlüssel passt nicht zu den Handschellen, also kommt es zum Kampf. Chopper, der dazu stoßt, bekommt dann die Quest, den Schlüssel mit der Nummer 2 für sie zu finden. Zurück zu Komodori passiert genau das, was sich jeder gedacht hatte, als er Nami und diesen Heini zusammen gesehen hat. Ja, Japan und Anime. Frankies Boxen scheint auch nicht zu funktionieren und Sanji trinkt eine Tasse Tee mit Kalifa. Sie will ihm den Schlüssel überlassen, er muss nur ihren Körper durchsuchen. Doch dann fängt er sich einen Kick von ihr. Sanji kann aber nichts tun, da er keine Frauen schlägt. Bevor Komodori mit Nami dann, sagen wir mal, private Sachen machen kann, kommt Bruder Chopper zur Rettung. Dann hauen sie ab, da Nami Komodoris Schlüssel mit der Nummer 3 schon längst geklaut hatte. Sie finden dann einen eingeseiften Sanji, Nami hält ihm eine Standpauke, aber Sanji weicht nicht von seinem Weg ab, Frauen nicht zu schlagen, selbst wenn er dabei draufgehen würde. Deswegen nimmt sich Nami also Kalifa vor und Chopper wird vom Tentakeler genervt. Was bei Ruffy so abgeht, fragt ihr euch. Der hatte die glorreiche Idee, über den Strudel zu segeln. Ja, das ging nach hinten los und der wäre beinahe gestorben. Aber Shimmy und Gombe helfen ihm und zeigen ihm den Geheimweg, um zu Luffy und Robin zu kommen. Die Eisentür öffnet Ruffy auch mit G3 und deshalb schrumpft er auch. Franky und Eule fetzen sich weiter, eine Faust in die Fresse nach der nächsten und sie landen in der Küche, wo auch Chopper und Komodori gelandet sind. Chopper sperrt dann seinen Gegner in den Kühlschrank ein, aber muss wieder aufmachen, da Franky Cola braucht. Chopper erwischt erstmal Gemüsesaft und Tee und das war bei Franky nicht so erfolgreich. Doch dann gibt's wieder Cola. Und deswegen bekommt Eule richtig was in die Fresse gepfeffert. Er steht aber noch auf und macht weiter Stress, weswegen die beiden im Wasser landen. Komodori hat sich in Zwischenzeit vollgefressen und ist aus dem Kühlschrank ausgebrochen. Mit dem Moonwalk ist Eule auch gerettet, aber Franky rettet sich aus dem Wasser mit dem Coup de Poo. Ja. Das ist halt auch wirklich so gewesen. Und hängt sich an Eule, um wieder hochzukommen. Mit einem Mini-Coup de Vent stoppt Franky Eules Umdrehung und jagt ihn dann nochmal einen richtigen Coup de Vent voll in die Fresse und damit fliegt er in den Boden. Zoro und Sogeking leben auch noch, da Eki und Yabura sich eigentlich mehr streiten, als wirklich zu kämpfen. Wenigstens hat Zoro jetzt auch ein neues Schwert, das Soge Ichimonji. Chopper lernt dann auch, dass Komodori seine Körperproportionen nach Belieben ändern kann und deswegen auch seine Haare bewegen kann. Chopper schluckt also den zweiten Rumble Ball und kann seine Transformation nicht mehr kontrollieren. Gegen den Löwenkebab von Komodori hat er es deswegen ziemlich schwer. Nachdem er viel einstecken musste, konnte er seine stärkste Attacke vorhin, aber Komodori steht immer noch. Er hat keine andere Wahl, er schluckt den dritten Rumble Ball, verliert damit die komplette Kontrolle und wird zu Riesenchopper. Währenddessen hat Franky aber Pech gehabt, da Eule nicht die Nummer 2, sondern die Nummer 4 hatte. Ja, und währenddessen badet Kalifa und wir haben wohl den Höhepunkt von dem One Piece Service erreicht. Nami kann sich langsam wieder bewegen und ich sagte ja bereits, dass ihre komische Waffe verdammt OP ist. Der Thunderbolt konnte zwar nichts ausrichten, aber wir ahnen schon, dass sein Gegner einfach zur Seife wird. Nami kommt dann darauf, dass sie tatsächlich die Seifenfrucht haben muss. Gut kombiniert, würde ich hier sagen. Und Kalifas Seifenscharfform ist auch vielversprechend. Kalifa geht dann Nami einseifen und ich hab's euch ja gesagt, das ist der absolute Höhepunkt von One Piece Fanservice an dieser Stelle. Und nebenbei verteilt Chopper Gigantenschellen. Ganz ehrlich, nach dem Durchlass tut mir sogar Komodori leid. Nach dem Wegwerfen von dem Typen habe ich auch keinen Plan, wie der noch irgendwie am Leben sein kann. Und Ruffy hat Robin eingeholt und es kommt zum Showdown gegen Rob Lucky. Die Kämpfer erreichen überall ihren Höhepunkt und King Kong Chopper klettert den Turm hoch. Spandam, der absolute Spastensohn, hat auch außerdem die goldene Teleschnecke betätigt, also ist damit der Buster Call ausgelöst. Bei Lucky und Ruffy geht's voll zur Sache, nur Ruffy kann das Tor nicht erreichen. Nami wird komplett eingesetzt und kann nicht mal mehr ihren Stock halten. Doch mit einer Fata Morgana kann sie sich retten und dann kommt auch Bruder Chopper zu Hilfe. Der kann sich aber nicht kontrollieren und hätte beinahe Sanji getötet. Nami, 18 Jahre alt, checkt dann, dass man Seife mit Wasser abwaschen kann. Deswegen haut Kalifa eine Schicht Seife nach. Nami setzt dann Regentanz gefolgt von Doppelteam ein und wow, alleine 20% von ihrer Kraft haben Kalifa schon fast kalt gemacht. Nami schafft es, ihr Kamehameha aufzuladen, da Kalifa nur die Doppelgänger trifft. Doch Kalifa macht sich schon bereit mit dem Schafmodus und einer Riesenwelle. Mit einem Zyklon wehrt sie das ab und trickst Kalifa ein weiteres Mal aus und trifft mit ihrem Thunderball genau in ihren Rücken. Nur fürs Protokoll. Nami hat ein CP9-Mitglied besiegt, dem nachgesagt wird, übermenschlich zu sein. Und das mit einem Stab, den Lysop gefühlt aus Müll gebaut hat. Klasse. Riesenchopper ist nebenbei auch bei Zoro und seinem Schwert gelandet. Zoro beschützt Chopper, Franky schießt ihn ins Wasser und die Handschellen von Zoro und Sogeking sind dank Nami wieder offen. Bei Spandam und seiner erzwungenen Freundin gibt es auch Beziehungsstress, aber mit seinem Elefantenschwert regelt er das ganz schnell wieder. Chopper ist wieder normal und Chimmy zeigt Franky den Weg zu Robin. Zoro heizt Eki nur richtig ein, aber der ist auch nicht schlecht mit seiner Nase, haut der Löcher in die Steine. Jetzt weiß ich wenigstens, wie mein Kinderspielzeug hergestellt worden ist. Yabura verarscht dann Sogeking, dass er den Schlüssel einfach so haben kann und deshalb bekommt Sogeking eine Kamehameha-Fingerpistole ab. Bevor Sogeking dann getötet wird, kommt auch schon der Lieferservice mit Sanji an. Eine Badewanne, die runtergefallen ist, hat ihn nämlich wieder entseift, würde ich sagen. Die Bande sieht dann aber, dass das Tor der Gerechtigkeit sich öffnet, die Zeit rennt also. Sanji sagt hier, dass man mit Lysops Hilfe Robin befreien könnte. Nur schade, dass er aktuell nicht da ist. Sanji ist übrigens auch richtig angepisst, Yabura bekommt einiges in die Fresse. Doch dann kommt die tragische Wahrheit ans Licht, Yabura ist eigentlich Robins Bruder und will sie auch retten. Nein, Spaß, das war wieder ein Trick von Yabura, um Sanji zu verarschen, klappt aber hier nicht. Yaburas Dragon Ball mäßige Angriffe gehen Sanji auch auf den Sack, deswegen macht er sich fürs Ende bereit. Habt ihr nicht gewusst, dass die Spezialität von Sanji gerösteter Wolf ist? Denn genau das wird heute serviert. Mit einem Diablo Jump kickt der Yabura weg und setzt einen zweiten nach, damit er auch schön durch ist. Gott erschuf zwar die Nahrung, aber der Teufel das Gewürz und damit gewinnt Sanji.
Der Buster Call steht kurz vorm Ausbruch, Spandam hat Robin fast bis zum Tor der Gerechtigkeit geschleift und Frankie rennt so schnell er kann. Er kommt bei Ruffy an, der Problem hat, da Türsteher Luki ihn nicht in den Club reinlässt. Und sorry, ich tue mir schwer, den Zoro-Ecki-Kampf ernsthaft zu kommentieren, Zoro ist einfach nicht ein bisschen am Schwitzen gewesen. Naja, außer vor Eckis Minecraft-Form, die ist aber auch echt unheimlich. Damit kann er nämlich den Orkan-Kick-Regen losschicken. Das hat Oda aber nur reingebaut, dass Zoro in dem Arc wenigstens ein bisschen blutet, um die Formel eben zu erfüllen. Ecki schießt dann auch mit seinem Kopf. Irgendwie wirkt seine Giraffenflucht mehr wie ein Lego-Baukastenset, um ehrlich zu sein. Nachdem Zoro ein Monster-Strike rausholt, der hoffentlich nicht dieses Video trifft, holt sich Ecki sein Schwert mit dem Moonwalk zurück. Props an Ecki an dieser Stelle, er hat wirklich viel getankt, genauso wie eben hier den Panther-Strike. Und nicht nur ich habe mittlerweile die Schnauze voll, nein, Zoro auch. Deswegen gibt's den neuen Schwerterstil. Damit feuert Zoro ihn auch und macht sich vom Acker. Ganz ehrlich, am Ende hat mir Ecki schon so ein wenig leid getan. Spandam schlägt dann wieder Robin und sie holt Zeit raus, indem sie sich in den Boden festbeißt. Wenn Ruffy sich gegen die Fingerpistolen Kalaschnikow stellen muss. Frankies Attacken bringen auch nichts und Ruffy hat die Schnauze voll, es gibt eine Jetpistole und Gear 2 Action. Deswegen geht Luki, der Naturalathlet, in seine Leoparden-Testo-Form. Luki denkt, er gewinnt genauso wie beim Galera-Haus, aber Ruffy hat jetzt Fleisch gegessen und ist wieder bei Kräften. Ich meine, macht ja Sinn. Da Ruffy nun mithalten kann, kann Frankie auch weiter zu Robin vordringen. Spandam lässt Robin wissen, dass sein Vater für Oharas Untergang verantwortlich war und dass er das Erbe von Spandin jetzt zu Ende bringen will. Doch bevor Robin über die Grenze getragen wird, ist Sogeking schon zur Stelle. Nun kann Robin fliehen und Frankie fängt die Kugeln für sie ab und öffnet ihr dann die Handschellen. Robin ist endlich wieder zurück. Das heißt, es gibt erstmal 1 Million Schellen für Spandam. Der Justizturm und die Brücken werden auch abgeballert, da der Buster Call nun voll im Gange ist. Abgesehen von dem Knick in Sogekings Nase geht es ihm auch nach dem Sturz ziemlich gut. Ruffy konnte sich zwar gut schlagen, aber sein G2 ist wieder abgelaufen. Sein Körper hält den Blutdruck aus wegen der Gummiorgane, aber seine Ausdauer macht da nicht mit. Luki öffnet dann die Wand und das Wasser fließt so in den Tunnel, der eigentlich als Ausgang dienen sollte. Ruffy und Luki gehen einen Stock hoch und es geht in Runde 2. Für Ruffy ist aber ohne G2 erstmal einstecken angesagt. Aber keine Sorge, mit Gear 3 gibt es für Luki eine Kaido-würdige Schelle, die ihn rauskatapultiert. Wir erfahren dann auch, dass Luki vor 15 Jahren in einem Königreich 500 Geiseln gerettet hat, indem er sie getötet hat und somit das Druckmittel des Piraten zerstört hat. Ich meine, das ist die Weltregierung, das sollte uns an dem Punkt gar nicht mehr überraschen. Und ach ja, er war damals 13. Mit 13 habe ich es nicht mal geschafft, in einem Jahr Call of Duty 500 Kills zu machen. So viel dazu. Zoro und die anderen werden währenddessen von Lukis Flut getroffen. Luki, der sich vom Schlag erholt hat, konnte nun Ruffys Riesentritt ausweichen. Und mit Hilfe der Tierform beißt sein Goku-Manier nochmal Ruffy. Die Marine tötet dann mal so 1000 ihrer Männer, um Ruffy zu treffen. Und das natürlich auch ohne Erfolg. Und Ruffy wird erstmal wieder Mini. Und weil Spandam seine Fresse nicht halten kann, jagt Frankie seinen rechten Haken ins Maul. Auch Fangfleet wehrt ab, um Robin zu beschützen und ringt ihn zu Boden. Luki ist in seiner Slim-Form und geht den kleinen Ruffy töten. Aber der wird wieder groß und wehrt sich. Übrigens, der Rest der Bande wäre gestorben, wenn Oma Kokolo nicht zufällig eine Meerjungfrau gewesen wäre und sie so retten konnte. Sie sind zwar gerettet, aber Sanjis Träume sind damit futsch. Sie treffen auch Frankie und Robin, damit fehlt nur noch Ruffy, der gegen Luki eine weitere Runde Gear 2 auspackt. Was ein Kampf. Ein Schlagabtausch nach dem nächsten oder packt hier wirklich alles aus. Doch die zweifache Bro-Fist-Kanone von Luki haut richtig rein. Durch den Kick von Luki und dem Kriegsschiff sehen die Schröte auch jetzt, was bei Ruffy los ist, da die Wand eingerissen worden ist. Aber die Marine entdeckt auch die anderen Schröte, also müssen sie nochmal ran. Wenigstens weiß Ruffy jetzt, dass alles okay ist. Und Luki hat mit seiner Aussage gegen Ruffy recht. Das Böse wird niemals siegen. Frankie muss gegen den Bärenhaini fighten und Rip an Zoros Schwert, was er gegen den Rost-Typ verloren hat. Und kein Scheiß, das ist wohl der traurigste Tod in diesem Video. Ruffy, dessen Kräfte am Schwinden sind, bekommt eine weitere Double Bro-Fist ab und der Kampf scheint entschieden zu sein. Doch Lysop hat das irgendwie nach Enies Lobby geschafft. Nein, wartet mal, ich bekomme gerade die Info. Was? Sogeking ist in Wahrheit Lysop. Schockierend, ich weiß, aber es ist wirklich der Fall. Doch Lysops Worte bauen Ruffy auf, jetzt oder nie, damit alle wieder zurück in See stechen können. Ruffy steht auf, wir fassen Hoffnung und ja, Ruffy bekommt wohl den stärksten Direkttreffer seines Lebens ab oder so. Luki denkt jetzt, dass er den Kampf gewonnen hat, aber er hat Ruffy unterschätzt, denn dieser sagte, dass er nicht mehr zu Boden geht. Also tut er das auch nicht, hat sich vom Treffer erholt und... Verdammt, Leute. Er gibt Luki die Abtreibung seines Lebens. Mit der Jet Gatling gibt er Luki so viele Schläge, dass sie eine Zahl erreichen, die Mathematiker nicht einmal rausbekommen haben. Ruffy besiegt ihn also und siegt gegen die Weltregierung, doch das sollte nicht das letzte Mal sein. Wie dem auch sei, das Team der Galera und Frankie-Familie, was totgekloppt war, hat sich nett überlebt und sie haben auch schon einen Plan, wie sie wieder nach Hause kommen. Das Fluchtschiff der Bande hingegen wurde zerstört, doch Lysop hat einen Plan. Ruffy kann sich zwar nicht bewegen, aber er hört eine Stimme. Also springen sie einfach so ins Meer und Robin befördert Ruffy mit ihren Kräften dorthin. Denn das letzte Mitglied der Bande wartet schon. Die Flying Glam, die Eisbären, nochmal aufgemotzt hatte, ist da, um ihre Crew zu retten. Da sie das Tor der Gerechtigkeit wieder schließt, spielt das Meer verrückt und die Kriegsschiffe können nicht treffen. Die Credits für den Move gehen auch direkt an Sanji. Mit Ruffy als Abwehr und Nami als Wegweiser schaffen sie es raus. Ach ja, und Robin bricht doch mal Spandams Körper. Lysop lässt die Flying Lamb im Nebel verschwinden und die anderen flüchten mit dem See zu. Und ihr wisst ja, wie das ist, auf etwas Fröhliches folgt immer etwas Trauriges. Die Flying Lamb bricht zusammen und die Bande bestattet sie. Ichiro Oda ist ein Mann, der es geschafft hat, seine Zuschauer zum Weinen zu bringen, weil ein Schiff kaputt gegangen ist. Verdammt, war das traurig. Rest in peace an die Flying Lamb oder auch Going Merry.
Also, bringen wir diesen Arc zu Ende. Iceberg will nun aus Water 7 ein Schiff bauen, um was gegen das Hochwasser in den kommenden Jahren zu unternehmen. Frankies Amazon-Bestellung mit dem Geld der Strohhüte ist angekommen, nämlich Holz vom Adamsbaum, der wertvollste Baum der Welt. Und Ruffy frisst sich beim Pennen wieder voll. Die Strohhüte können aber nichts tun, da sie kein Schiff haben. Wenigstens konnten aber Icebergs Leute Namis Orangenbaum retten. Frankie entschuldigt sich offiziell bei der Bande und will ein neues Schiff für sie bauen. Es bleibt aber keine Zeit durchzuatmen, denn Garp ist schon da und er brät seinem Enkel was über seinen Schädel. Doch bevor sie sich gegenseitig töten können, schlafen die beiden ein. Ruffy und Zoro treffen auf alte Bekannte wieder, nämlich Garps Schüler. Helmeppo und Corby, die wohl den Raum von Geist und Zeit gefunden haben, denn anders kann ich mir den Wachstum nicht erklären. Während Garp die Wand repariert, die er selbst geschrottet hat, lässt er Ruffy wissen, dass sein Vater Monkey Dragon ist, der Anführer der Revolutionsarmee. Garp lässt seinen Enkel hier überlaufen und lügt die Marine einfach an. Von Corby erfahren wir dann, dass die Marine ein Schiff hat, die durch den Calm Belt segeln können, also können sie jederzeit einfach auf die Grand Line kommen, da die Schiffe mit Seesteinen ausgekleidet sind. Und das können sie nur wegen Dr. Vegapunk. Naja, der hat es aber auch geschafft, dass Gegenstände Teufelsfrüchte essen können. Ich weiß nicht, wie das irgendwie möglich sein soll, aber es ist Vegapunk und das sollte als Erklärung genügen. Corby spricht dann die neue Welt an, den Ort, wo er Ruffy dann wieder treffen möchte. Nachdem Corby noch versprochen hat, Marine Admiral zu werden, gibt es auch eine fette Party. Robin trifft auf Kuzan, der sie weiter in Ruhe lässt, um zu sehen, was aus Sauros Wunsch wird. Dann sehen wir das Treffen von Whitebeard und Shanks, der alle ausnockt, aber immerhin Sake mitgebracht hat. Wir bekommen dann mit, dass Buggy und Shanks, die damals bei den Roger Piraten waren, sich oft mit der Whitebeard Piratenbande geprügelt haben und dass Shanks seinen Arm verloren hat als Opfer für eine neue Ära. Diese Verletzung schmerzt nicht, aber die an seinem Auge sehr wohl, denn diese ist von Blackbeard. Er will Whitebeard nämlich vor Blackbeard warnen und möchte, dass Ace sich zurückzieht. Und wegen Meinungsverschiedenheiten spalten sie erstmal den Himmel. Zurück auf Water 7 helfen die Galera Boys Franky beim Schiff bauen, die Bande macht Urlaub und Lysop probt seine Rückkehr, was er halt dann sagen soll. Die Bande will als nächstes zur Fischmenscheninsel und muss dafür das mysteriöse Dreieck bezwingen. Aber erstmal gibt's neue Kopfgelder. Ruffy ist nun bei 300 Mios, Zoro bei 120, Robin bei 80. Ja, sie hat einfach 1 Million Berry mehr bekommen, mehr nicht. Ich meine, hey, sie hat ja nicht, keine Ahnung, 1000 Sachen auf Enies Lobby gemacht. Nami hat 16 Millionen, die Frau, die ein CP9-Mitglied besiegt hat, ja, 16 Millionen ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Sogeking 30, Sanji 77 und Chopper 50. Aber nicht 50 Millionen, sondern einfach nur 50. Und ja, Katy Flam ist auch dabei mit 44 Millionen. Und deshalb stellt die Franky-Familie die Bitte an Ruffy auf, dass er Franky mitnehmen soll. Deshalb klauen sie seine Unterhose und zwingen ihn dazu mitzukommen. Und übrigens, Robin hat auch ein wenig an Frankys Junior rumgespielt, um ihn zum Mitmachen zu bewegen oder so. Lassen wir Oda und seine Gedanken einfach alleine. Franky kann sich also endlich selbst verzeihen und geht sich seinen Traum erfüllen, mit seinem Traumschiff mitzusegeln. Wir sehen dann einen Flashback, als die Wann der Lysop nämlich zurückholen wollte, kam Zoro dazwischen. Wer gibt dir das Recht, so zu sprechen? Maul halten! Er muss selbst angekrochen kommen, sonst verliert Ruffy seinen Respekt. Beim Ablegen greift Garp dann doch wieder an, die Bande verteidigt sich und Lysop entschuldigt sich endlich. Ruffy reicht ihnen die Hand, alle flennen und die Crew ist wieder vollständig. Mit den Kudebars entkommen sie und es geht endlich in Richtung nächster Arc. Das beendet also einen weiteren Teil von One Piece in Minuten und auch einen weiteren Reupload. Deswegen möchte ich mich hier nochmal für jeden bedanken, der das ganze Video hier vielleicht noch einmal geschaut hat. Ich möchte, dass diese Serie vollständig ist auf diesem Kanal, deswegen habe ich mich hier für den Reupload entschieden. Und falls ihr die Serie weiterverfolgen wollt, kein Problem. Die Links dazu sind in der Beschreibung bzw. hier verlinkt. Und zwar haben wir den nächsten Teil hier und auch die ganze Playlist zu One Piece in Minuten. Ansonsten würde ich mich hier sehr stark über einen Daumen nach oben auf dem Video freuen und dann aber auf den Kanal. Ich bin damit raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!